Leute, wir sind zurück bei Gato Roboto. Im letzten Part haben wir, glaube ich, irgendwo aufgehört. Und jetzt müssen wir uns auf den Weg woanders hin machen. Wo haben wir denn aufgehört? Genau, wir waren beim Wärmetauscher und wollten noch die beiden Räume abchecken. Das tun wir jetzt auch. Den Wärmetauscher haben wir ja abgeschlossen. So, ich muss jetzt erstmal gucken. Oh, Vorsicht, zack. So, dann können wir hier lang. Ja, das war eigentlich nicht geplant, aber was soll's. Wir müssen eh runter, von daher Wayne. So, Vorsicht, zack. So, dann einmal rüber und aus dem Anzug raus, damit wir auch rein da hier rein können. Kiki hat ein Kassettenmodul erhalten. Du hast die Palette gekauter Kaugummi freigeschaltet. Wechsel in deinem Menü, um sie auszuprobieren. N und aus. Ne, wir bleiben bei Matrix. Also Miautrix. So, sehr schön. Dann müssen wir jetzt wieder hoch. Hier haben wir jetzt alles soweit. Wir haben das Spiel übrigens schon zu 50% fertig. So viel kann ich auch. Scheiße. Ah, geht doch. Alles klar. Also so viel kann ich euch sagen, weil ich sehe immer, wenn ich neu lade, schon den Fortschritt. Und wir sind bei 50%. Also wie gesagt, das wird ein sehr kleines LP. So, einmal rein hier. Und jetzt hoch. So, den müssen wir einmal vernichten. Oh, Vorsicht. Nein. Perfekt. Hier müssen wir nämlich lang. Hier kamen wir vorher nämlich nicht weiter. So, komm. Zwei Schüsse brauchen wir noch. Okay, hier geht's noch weiter. Krass. So, Vorsicht. Das war's. Easy going. Oha. Kiki hat ein NRG-Kit erhalten. Damit haben wir 12 Leben. Wir sind gut dabei. So, damit haben wir hier soweit alle Räume, außer es sind noch Geheimräume. Aber wie gesagt, soll ja nicht 100% werden. So, jetzt können wir zum Nexus zurück. Die Frage ist, wo ist der Nexus? Ich weiß, wo wir da hin müssen. Wir müssen jetzt hier, ne? Okay. Hoch. Hoch. Hoch und hier lang. Ich kann mir als einziges diesen Weg erklären zum Nexus. Ja, noch ein paar Felder weiter. Hier haben wir das Item schon. So, Vorsicht. Nee, das ist nicht der Weg zum Nexus. Da müssen wir noch höher, oder? So, und einmal durch. Hier müsste es dann zum Nexus gehen, oder? Was zum... Das wird jetzt sehr interessant. Ich weiß nämlich gerade nicht, wie wir zum Nexus kommen. Moment, zurück. Ja, sowas gehört leider dazu, Leute, ab und zu. Ab und zu strauchel ich jetzt mal, weil ich mir nicht gemerkt habe, wo der Nexus ist. Hier ist ein Save Point, dann speichern wir auch mal. Das ist auch nicht der Weg zum Nexus, ne? Muss ich jetzt ernsthaft alle Räume absuchen, um den Weg zum Nexus zu finden? Och, da hinten beim E, ne? Ja, moin. Okay. Jetzt habe ich es gecheckt. Hat ja auch lang genug gedauert, weil ich ein Idiot bin. So, und zack. Hier müssen wir lang.
Dann sind wir hier ja doch richtig. Einfach nur geradeaus. Vorsicht! So, vernichtet. Dann hier einmal runter und Rakete abfeuern. Hier raus und dann müssen wir da sein. Yes! Schick! Auf zum Nexus! So, nur noch eine Sache fehlt. Ah nee, runter wollen wir jetzt gerade nicht. Wo geht's hier lang? So, gehen wir mal mit Kiki hier lang. Okay, hier müsste es schon zum nächsten Dingens gehen. Erstmal wollen wir aber was anderes abchecken. So, einmal zack. So, den haben wir vernichtet. Die auch. So, ein Raum müssen wir noch weiter. Hier will ich erstmal lang. So, weil wir müssen jetzt genug Kassetten haben. Hachi! Also gut, Kätzchen, sehen wir uns mal deinen Fortschritt an. Oh, du hast 8 Kassetten gefunden. Braves Kätzchen. Das sollte reichen. Kiki hat ein Dauerfeuermodul erhalten. Halte einfach X gedrückt, um mit diesem Ungetüm zu feuern. Ha-chi! Also, es gibt noch eine Verbesserung, die ich vornehmen kann. Komm wieder, wenn du alle 14 Kassetten gefunden hast. Viel Glück! So, jetzt können wir Dauerfeuern. Nice, das wird uns einiges erleichtern. Auf jeden Fall. Sehr schick. Und ich bin gleich auch schon mal heftig dabei, das zu nutzen. So, können wir jetzt eigentlich weiter nach oben? Ich glaube nicht, ne? Nee, leider noch nicht. Dann gehen wir erstmal weiter. Autsch. So, komm, hoch da. Nice. Oh, Moment mal. Vielleicht ja doch. Nee. Alles klar, da müssen wir erst die Lüftungsschächte machen. Gut. So, dann weiter geht's. So, hier geht's nur zum Wärmetauscher. Hier müssen wir jetzt mit Kiki erstmal lang. Wenn es denn gehen würde. So, jetzt geht's auf jeden Fall. Kiki, steig aus. Wir wollen weiter. So, einmal auf den Schalter. So, das ist jetzt eine gute Frage. Wieso hat das nicht geklappt? Jetzt. So, unsere Katze muss leider einzeln runter ins Abenteuer. Hey, Kiki, wir müssen etwas besprechen. Keine Sorge, Kätzchen. Ich habe ein paar Informationen über dieses Gebiet. Die Lüftungen sind recht schmal. Du kannst dich hier also nicht auf den Mech verlassen. Geh einfach lang, geh es einfach langsam an. Dann geht sicher alles gut. Auf geht's.
So, das heißt, da die Lüftungen schmal sind, können wir hier können wir nichts machen. So, wir wollen aber auch nicht zurück. So, Vorsicht. Ja, jetzt kommt wieder das, ihr kennt es, wir dürfen nicht getroffen werden. Sonst sind wir dead. Richtig hart. Hier werde ich bestimmt ein paar Mal öfter failen. Das kann ich euch versprechen. Also weiß ich halt jetzt schon. Gut, deswegen nehmen wir so gut wie jeden Speicherpunkt mit, den wir kriegen können. Und nein. Nein, Kiki, stirb nicht. Och Mann, schon haben wir den ersten Fail gesehen. Läuft bei mir richtig hart. Oh, das ist so ätzend. Ich hab vergessen, wie kacke das Lüftungssystem einfach ist. Das Lüftungssystem ist halt einfach richtig hart scheiße, Alter. Uff. So, schnell mal hier lang. Oh Gott, nein. Hey Kiki, hör mal. Siehst du dieses... Oh, tut mir leid, Kätzchen. Ich helfe wohl einfach gern. Sieht so aus, als ob du das alleine schaffst. Ich bin so stolz. Ende und aus. Dreck, hier komme ich nicht weiter. So, bloß vorsichtig sein. Ich habe ehrlich gesagt wenig Lust zu sterben, aber der Schalter müsste die Luft... Genau. Jetzt können wir hier lang. Oh, das wird jetzt richtig hart furchtbar. Nein! Probleme, sterben wir, dürfen wir halt jetzt immer alles von vorne machen. Das ist halt richtig, richtig fucking nice. Es ist halt mega nervig. Das heißt, jetzt den Weg wieder hoch. Aufpassen, dass wir nicht von den Minen getroffen werden. Schalter aktivieren, wieder runter und so weiter. Und das dürfen wir jetzt immer wieder machen, wenn wir sterben. Ist das nicht geil? Ja, kennen wir alles, brauchen wir nicht. Ja, halt die Schnauze so. Ist das dein Scheiß-Ernst, Brudi? Oh, ist das fucking nervig, Alter. Das ist ja unnormal scheiße. Was sollte denn der Dreck jetzt wieder? Eben ging die Kugel kaputt und jetzt ist sie heile geblieben, oder was? So, kaputt. Sehr schön. Jetzt können wir da lang. So, Schalter ist wie gesagt gedrückt. Jetzt müssen wir wieder hier gucken. So, Vorsicht. Und das hätten wir erstmal geschafft. Save Point. Hui.
So, wie gesagt, besiegen können wir den nicht. So, gehen wir erstmal hier lang. So, mach erstmal das hier kaputt, Bruder. Sehr schön. So, jetzt können wir da unten lang. Mal gucken, was wir da unten finden werden. Oha! Kiki hat ein NRG-Kit erhalten. Das heißt, unser Roboter hat mehr Leben gekriegt. Das bringt uns zwar jetzt im Moment gar nichts, aber soll's. Kann man trotzdem mitnehmen. So, wir müssen jetzt hier lang, leider. Oh, Vorsicht! Sehr schön. Safe durchgekommen. So, und hier haben wir noch das. Einmal gesaved. So, da, oh Gott. Nein! Okay, gut, scheiß drauf, dann müssen wir runter. Tja, das hat euch gar nichts gebracht, Brudis. Ihr könnt so oft kaputt gehen, wie ihr wollt. So, einmal hoch. Und ein Safe Point. So, jetzt ist die Frage, was hat uns dieser Safe Point gebracht? Ach, da unten ist die Röhre, alles klar. Manchmal erkennt man das ein bisschen schwer, aber geht ja. Oh Gott, das wird richtig furchtbar, oder? Wir haben es geschafft, sehr gut. Oh nein. Das wird jetzt richtig eklig, Alter. Uah, Vorsicht. Kein Bock nochmal jetzt zu verrecken. Oh, Speicherpunkt. Sehr schön. Renn, Kiki! Oh Gott, lassen wir die Frösche erstmal hierher. Lassen wir die Frösche erstmal springen. So, oh Gott. Brudis, wir gehen. Tschüss. Nice. So, sehr schön. Passt. Da kommen wir noch nicht weiter. Also runter. Gut, gespeichert ist. Oh nein. So, jetzt aber schnell. Oh, ich glaube, das war richtig hart schwer, Alter. Diese Stellen hier. So, schnell. Genau, wegen dieser einen Stelle ist das hier echt nicht einfach, glaube ich. So, weiter geht's. Oh, Vorsicht. Runter. Mach hinne, mach den Dreck kaputt, Alter. Komm, sonst wird das echt schwer. Kiki, rauf da. So. Ja.
Huh. Da sind wir sicher entkommen. Gehen wir erstmal hoch. Da geht's nicht weiter. Und wir haben einen Speicherpunkt. Oh, nice. Wir haben wieder unseren Anzug. So, jetzt können wir ja mit dem Dauerfeuermodul sind wir halt echt gut ausgerüstet. Das war's. So, aber die Frage ist jetzt, wollen wir hier erstmal was oder wollen wir erstmal in die andere Richtung gehen? Ich glaube, wir gehen erstmal hier lang. Na, Story. Na, was ist das? Labor-Logbuch von Dr. Heinrich, Tag 642. Fehlerhaft ist eine gemeine Wortwahl. Doch Barclays Gesundheitszustand verschlechtert sich in der Tat. Das arme Ding, so etwas habe ich noch nie gesehen. Er muss irgendwas stark Krebserregendem ausgesetzt gewesen sein. Was diese Idioten vom Sicherheitspersonal womit ihm angestellt haben. Ich will nicht, dass er stirbt. Er ist mein einziger Freund. Doch mir gehen die Ideen und die Medizin aus. Und das Sicherheitspersonal schöpft Verdacht. Ich habe eine Idee, doch sie wird vermutlich fehlschlagen. Falls du dich erinnerst, in frühen Experimenten habe ich das Bewusstsein einer Ratte mit dem Körper eines Frosches gekoppelt. Meine Assistentin Dr. Rebecca Brown hat ihre Abscheu gegenüber diesem Projekt geäußert, was vermutlich an ihrer Allergie gegen diese Amphibien liegt. Ich konnte dieses Experiment daher nicht wiederholen. Doch wenn ich es könnte klappen. Guter Junge. Ich werde dir helfen, Barclay. Sehr interessant. Was ist hier? Oha. Kiki hat ein Kanonenmodul erhalten. Kiki, du hast das Kanonenmodul. Oh, das Modul macht deinen normalen Schuss deutlich stärker. Feuer frei, Kiki. Ha, du wirst ganz schön beeindrucken, Kiki. Ende und aus. Geil, unser normaler Schuss ist jetzt noch stärker geworden. So gefällt mir das. Dann einmal runter und let go. So, wir speichern einmal und gehen jetzt hier auch weiter. Ja, das merkt man jetzt schon, dass wir wesentlich stärker sind als vorher. Tut mir ja leid, aber... Wir sind zwar immer noch nicht super strong, aber es ist halt vollkommen okay. So, das war schon mal easy. Gut, jetzt müssen wir gucken. Hier kommen wir nicht mehr weiter. Moment. So, den müssen wir jetzt wahrscheinlich... Oh, nee. Bloß nicht darauf stellen, sondern hier nach oben stellen. So, dann wird das jetzt ekelhaft. Kiki! Naja, die Lüftungsschächte sind das Ekelhafteste im Spiel, glaube ich. Oh, jetzt dürfen wir die Kacke hier nochmal machen. Na, richtig nice, Alter. Ist mir egal, ob wir gerade Leben verlieren. Bringt tut es eh nichts. Der Frosch ist geglitscht da oben. Geil. Läuft. Tut mir halt überhaupt nicht leid, wenn der Frosch glitscht. Ist nur gut für uns. So, hoffentlich schaffen wir es diesmal, ohne dass wir sterben. Wäre halt eine nice Ergänzung. Mal nicht abzukratzen. So, sehr gut. Haben wir geschafft. Whoop, und runter. So, komm, schieß ab. Nice. So, und wir können weiter.
So, es ist halt einfach viel zu einfach, wenn wir solche krassen Waffen haben. Sorry, aber... So, jetzt noch den da. Das war's. Und der Frosch fällt natürlich runter. Ist mir ziemlich egal. Kann gerne abkratzen oder so. So, easy. Und jetzt können wir hier rein. Das war's auch schon. Lol. So, und zack. So, da kommen wir noch nicht weiter. Oh Gott, ich glaube, das wird gleich ganz furchtbar, oder? So, was haben wir hier? Ah, okay, das dürfte die Lüftung wieder ausgeschaltet haben. So, haben wir einen Speicherpunkt. So, dann müssten wir jetzt da oben lang kommen. Und höher sogar. Genau, weil wir in der Luft schweben können, kommen wir jetzt hoch. So, und das hat sich ausgeschaltet. Dann können wir hier jetzt lang. So, geil. Ich würde gerne schießen. Ah. Gut, dann passt das schon. Auf geht's. Und hier rein. Noch mehr Kanonen. So, geil. Nein, Kiki nicht. Ach so, ja, wir können ja immer wieder einsteigen. Ich dachte, das war's dann jetzt. So, perfekt. Und jetzt können wir runter. So, jetzt müssen wir nur warten. Und das war's auch schon. Schon können wir weiter. Das war easy. Das wird leider nicht so easy. Perfekt. Oh, ich hatte das... Den Sprung hatte ich schwer in Erinnerung. Gucken wir mal. Nö, ging. Alles klar. Dann weiter. Und ein Save Point. Aber Leute, hier werde ich den Part beenden. Im nächsten Part machen wir genau von hier in den Lüftungsschächten weiter. Mal gucken, wo uns das noch hinführt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Gato Roboto oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!